Die heutigen Themen: Leitschwellen am Kesselberg, Urlaub mit dem Motorrad, was ist in verschiedenen Ländern zu beachten, Horst Zeiger gewinnt goldene Grubenlampe und mehr. Da es am Kesselberg immer wieder schwere Unfälle, gerade mit Motorrädern gab, wurde schon einiges ausprobiert, um die Strecke sicherer zu machen. Fahrverbote am Wochenende, Überholverbote, Rüttelstreifen und ein wohl wirklicher Sicherheitsgewinn und der Fahrschutz an den Leitplanken. Da diese Maßnahmen aber nicht den gewünschten Erfolg hatten, kommt jetzt ein neuer Versuch. Nein, kein generelles Fahrverbot für Motorräder, sondern sogenannte Leitschwellen. Die Fahrbahnen werden hiermit getrennt und ein Überfahren ist nur äußerst langsam möglich, sodass ein Krankenwagen im Notfall auch drüber fahren könnte. Mit dem Motorrad in Schräglage ist das aber nicht zu empfehlen. Die Arbeiten haben am vergangenen Montag begonnen und sollen vor allem das Kurvenschneiden verhindern. Denn sie werden nur in Kurven angebracht, also nicht durchgängig. Auch im Winter bleiben die ca. 60 cm hohen Fahrbahntrennungen stehen. Platz für den Räumdienst gibt es. Die Kosten für die Fahrbahntrennung belaufen sich auf ca. 50.000 Euro inklusive der erforderlichen Beschilderung. Was haltet ihr von dieser Möglichkeit, weitere Unfälle zu verhindern? Könnt ihr euch vorstellen, dass dies was bringt? Seid ihr dagegen oder dafür? Autos werden so ja auch am Kurvenschneiden gehindert. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Urlaub in Österreich. Die Urlaubszeit beginnt und für viele stellt sich die Frage, wohin mit der Vignette am Motorrad? Die Mautpflicht ist ja bekannt. Asfinag.at hat dazu jetzt einen kleinen Film erstellt und zeigt, wohin die Vignette bei einem Naked Bike kommt. Natürlich kann man sie auch bei jedem anderen Bike dort befestigen, meist wird sie aber aufs Windschild geklebt. In Österreich ist es auch für Motorradfahrer Pflicht, Verbandsmaterial dabei zu haben. Es muss staubdicht verpackt sein, aber nicht den weitergehenden Normen wie beim Kfz entsprechen. Ein Beispiel verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wenn Fahrzeuge an Kreuzungen, Straßenengen oder Bahnübergängen halten, dürfen Motorräder daran vorbeifahren, um sich vorn aufzustellen. Natürlich muss genug Platz vorhanden sein und niemand darf gefährdet werden. Urlaub in Frankreich. Durchschlingeln im Stau. In Deutschland ist diese Einführung erst wieder gescheitert, wie bereits berichtet. In Frankreich wurde es versuchsweise in einigen Departments erlaubt, befristet bis 31.01.2020. Im Großraum Paris, Region Île-de-France, sowie die Departements Bouches-du-Rhône, Chiron und Rhône ist es erlaubt, auf Straßen mit mehreren Spuren in eine Richtung und einer erlaubten Geschwindigkeit von mindestens 70 km/h sich zwischen den linken Spuren durchzuschlingeln. Hierbei darf man 50 km/h nicht überschreiten. Es muss natürlich genug Platz sein und man muss es mit Blinken signalisieren. In Baustellenbereichen oder bei Eis und Schnee gilt das nicht. Aber da sind wohl eh nicht so viele Motorradfahrer unterwegs. Außerdem gilt eine Warnwestenpflicht in Frankreich auch für Motorradfahrer. Man muss sie zwar nicht unter der Fahrt tragen, aber man muss sie für den Notfall dabei haben. Sonst droht ein Bußgeld von mindestens 90 Euro. Erlaubte Geschwindigkeiten: innerorts 50 km/h, außerorts 90, bei Nässe 80, auf Schnellstraßen 110, bei Nässe nur 100, auf Autobahnen 130. Wer seinen Schein noch keine zwei volle Jahre hat, der darf auf Autobahnen nur 110, auf Schnellstraßen nur 100 und ansonsten außerorts nur 80 km/h fahren. Urlaub in Italien. Hier ist alles etwas strenger. Der Helm muss zwingend der ECE-Regelung Nummer 22 entsprechen. Heftige Geldbußen drohen sonst und auch das Motorrad kann bis zu 60 Tage beschlagnahmt werden. Ein Sozius muss mindestens 18 Jahre alt sein. Geschwindigkeiten: innerorts 50, außerorts 90, Schnellstraßen 110, Autobahnen 130, auf manchen 150 km/h, wenn durch Beschilderung erlaubt. Bei Regen oder Schneefall reduziert sich auch hier die erlaubte Geschwindigkeit. Auf Autobahnen auf 110, auf Schnellstraßen auf 90 und bei Nebel sogar auf 50 km/h. Ich kann auch nur davon abraten, einhändig zu fahren oder zu wheelen, das wird teuer. Also aufpassen und schönen Urlaub! Stefan Bradl stürzte am Sachsenring und konnte deswegen nicht am Rennen teilnehmen. Danach wettete er gegen den Sachsenring und vor allem über Kurve 11. Wo er demnächst starten wird, steht auch noch nicht fest. Bei Aprilia kann er leider nicht bleiben. Er hatte ein Angebot von Avincia Ducati und hat mehrere von verschiedenen Teams aus der Superbike-WM. Bei Avincia hat Stefan aber am Sonntag abgesagt. Aus diesem Grund haben sie sich jetzt für Loris Baas entschieden. Wo Stefan unterkommen wird, ist also noch nicht sicher.
Wahrscheinlich wird er der MotoGP aber den Rücken zukehren und zur Superbike-WM wechseln. Die MotoGP-Piloten haben den ersten Testtag in Österreich hinter sich. Die Ducatis dominierten hier. Das Rennen findet am 14. August statt. Mal sehen, ob es da auch noch so ist. Die beiden Österreicher Road Racer Christopher Eder und Horst Zeiger konnten jeweils in ihren Rennklassen den Sieg in Terlikow einfahren. Für den Sieg im Hauptrennen bekam Horst bereits zum 5. Mal die goldene Grubenlampe. Außerdem hat er jetzt gleich viele Siege wie der bisherige Rekordhalter Janos Drapal und er konnte einen neuen Streckenrekord einfahren. Seine Rundenzeit gut 2 Minuten und 9 Sekunden. Das Straßenrennen in der Tschechischen Republik gibt es schon seit 1967. Horst hat von seinem ersten Rennen dort eine DVD erstellt. Kann ich nur empfehlen. Link zu Horsts Seite, auf der es auch die DVD gibt, findet ihr in der Infobox unter dem Video. Und an Horst meinen Glückwunsch. Danke fürs Schauen. Gern dürft ihr das Video durch Klicken auf einen Daumen bewerten und den Kanal kostenlos abonnieren, falls noch nicht geschehen. Danke dafür. Weiterführende Links findet ihr in der Infobox und gern dürft ihr eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen. Ich bin gespannt. Die Motorradnachrichten erscheinen jeden Montag und Freitag. Bis dann. Ciao.